Die ist aber ausgesprochen gut geraten. Ja, riechen Sie mal. Oh, jetzt habe ich aber. Riech mal. Na, nicht einfach nur Brühe? Nee. Ja. Ich habe mir gedacht, mal ein richtig schönes Gericht aus der östlichen Provinz des Deutschen Reiches mitzubringen. Und zwar aus der Hauptstadt, dessen Namen dieses Gericht ja auch trägt. Es sind die Königsberger Klopse. Oder wie der Ostpreuße sagt, na, wir machen so richtig schöne Königsberger Klopsches. Oder saure Klopsches, die ja noch richtig gut schmecken sollen. Dann werden wir uns mal ein bisschen Mühe geben, nicht? Ja, was hast du gesagt, Jungchen, Lorbas? Welche Zutaten brauchen wir dafür? Also was wir dazu brauchen, zuerst mal Klopsfleisch. Das ist gemahlenes, gehacktes. Das ist halb Rind und halb Schwein. Und dieses Klopsfleisch werden wir gleich mal hier in die große Schüssel geben. Hier haben wir eine schöne Brühe gekocht. Und in dieser schönen Brühe werden wir unsere Klopsjes gar machen. So, das ist ein trockenes Brötchen, was eingeweicht wird, um dann in das Klopsfleisch hineingegeben zu werden. Das müssen wir ausdrücken. So. So, das werden wir hier oben auf dem Klopsfleisch schon ein bisschen zerpflücken. So, zu diesem Klopsfleisch gehört auch ein Ei. So. So werden wir das Ei mal aufmachen. Dann gehört da natürlich Zwiebel rein. So, einmal kreuz und einmal quer. Nicht zu große Stückchen, auch nicht zu klein. So, nun werden wir die ganze schöne Geschichte auch hier in die Schüssel geben. Jetzt würde ich ja gerne das Eigelb auch hier rein tun. Das ist nachher zum Legieren der Soße. Aber da ich ja das Eiweiß nicht wegschmeißen möchte, werde ich das ganz einfach in das Klopsfleisch reinnehmen. Na, hat das nicht eine schöne Farbe, das Eigelb? So richtig schön orange. Einmal und zweimal. Was verbindest du mit Königsberger Klopsen? Ja, wissen Sie, ein Königsberger, der stellt sich unter Königsberg natürlich auch immer diese wunderschöne alte Stadt am Pregel vor. Es steckt einfach in einem drin. Und er schmeckt allerdings auch sehr gut. Nicht? Und wenn man so richtig Klopsjes isst, mit schönen frischen Kartoffelchen, mit Kapern drin, und dann wir Ostpreußen sagen, lange Supp, nicht Soße, so Löffelchen voll, sondern lange Supp, es muss viel sein. Die Kartoffelchen, die müssen so richtig schön baden gehen. Und dann drücken wir das hier so schön mit der Gabel klein und dann nix rein. Und so was richtig Gutes gegessen ist doch was Feines, nicht wahr? So, jetzt damit die ganze Sache auch noch ein bisschen herzlicher schmeckt, werden wir da ein bisschen Maustrich reinnehmen. Wir können auch manche geben auch Kapern rein. Oh, mehr nehmen wir aber nicht. So. Und jetzt werden wir die ganze Geschichte mal ordentlich durchkneten. Das gehört auch dazu. Und jetzt kneten und kneten und kneten. Wenn du jetzt an deine Heimat, an Ostpreußen denkst, wie hat Ostpreußen für dich ausgesehen? Ja, ich war ja 2 Jahre alt, als wir auf die Flucht gingen. Meine Vorfahren und meine Eltern waren Landwirte, heute wäre ich's. Und wie Ostpreußen einmal aussah und mein Heimatdorf, das weiß ich ja gar nicht. Ich habe es nur kaputt gesehen, es war im Kreis Heiligenbeil.
das war dieser Landstrich hat ja die ganzen Endkämpfe mitgekriegt von der Roten Armee und von der deutschen Wehrmacht. Und wir sind erst am 17. Februar 1945 sind wir losgefahren mit Pferd und Wagen, mit unseren Leuten, mit der Großmutter, mit der Mutti. Der 17. Februar, die Rote Armee war 3 Kilometer weg. Und die Soldaten kamen und haben gesagt, du lieber Gott, ihr seid immer noch hier. Nun macht doch bloß, dass ihr wegkommt. Der Fluchtwagen, der war schon lange gepackt. Aber welch ein Bauer geht vom Hof. Und die haben zur Mutti gesagt, wenn sie jetzt nicht auf der Stelle gehen, dann werden wir zwangsräumen lassen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind nicht weggelaufen, sondern wir wurden rausgeschmissen, und zwar von der deutschen Feldpolizei. Wie viele Wagen waren wir? Ich glaube 7 oder 9 Wagen mit beinahe 15 Pferden und 28 Personen, eben Frauen, Kinder, alte Männer. Ja, und dann sagte man, ja, wir sollten bis zur nächsten Kreisstadt, bis Heiligenbeil. Und dann, ja, man würde, wenn man in der Nacht fährt, auch gut durchkommen. Aber es hat eine ganze Nacht gedauert, bis wir dann in Heiligenbeil ankamen. Und das bei ständigem Beschuss. Und am anderen Morgen waren wir dann in Heiligenbeil. Aber dann wurden von der Feldpolizei wieder alle Wagen abgeladen. Und es wurden Flüchtlinge zugeladen mit ihrem Gepäck. Und es hieß, gibt keinen Fluchtweg mehr aus Heiligenbeil raus. Ihr müsst übers Haff fahren, übers zugefrorene frische Haff. Man sagte dann, ja, fahrt rüber zur frischen Nährung, das ist in ein paar Stunden zu erreichen. Ja, und die Fuhrwerke fuhren dann auch in Richtung Nährung, aber die war hoffnungslos überfüllt mit allem, was Beine hatte. Und man hat uns wieder sehr unsanft dann aufs Eis zurückgejagt. Und immer in Richtung Westen und immer, eben, das kam ja immer mehr Menschen nach, immer mehr Menschen nach. Und schlimm war es, wenn Beschuss war. Und irgendwann hat die Artillerie mal von einem Uferende bis zum anderen, haben sie sich eingeschossen und immer die Flüchtlinge getroffen. Und die alten Männer, um Gottes Willen, die schießen ja auf uns. Und dann das Eis ging kaputt, das Wasser trat raus. Geschrei hinter uns, Leute von einem Gut, da waren 14 Tote und die Pferde waren tot. Und bei uns, wir hatten wohl Glück, eine Tante hatte einen Durchschuss am Fuß. Und am anderen Mittag, also die Nacht, den Tag, die Nacht und den anderen Mittag um 12 sind wir in Bodenwinkel angekommen und konnten Gott sei Dank diese furchtbare Eisfahrt beenden. Ja, so vergingen so viele Tage, keine Rast, immer die Angst, ständiger Beschuss. Dann kamen wir schon an Oliver vorbei, an Danzig. Ja, und das ging dann immer weiter an der Küste lang, im Schritttempo oder gestanden, dann wieder ein paar Schritte weiter. Und dann auf einmal kamen uns von vorne die Russen entgegen. Die waren auf dem Durchmarsch nach Danzig. Das Erste, was sie nahmen, das war Rasierzeug, Stiefel und das, was sie so gerade gebrauchen konnten. Und haben vor allem von unseren Pferden 4 ausgespannt, obwohl sie sich freilaufende Tiere hätten einfangen können. Naja, dann wurde ich krank und irgendeine Frau, Mutti sagte, sie wusste noch nicht mehr, wer diese Frau war. Die hat dann immer wieder Umschläge gemacht und Umschläge, und nach 3 Tagen habe ich mich dann, oder ich bin ja nur ein gesundes Bauernkind gewesen, hat sich denn dieses Bauernkind entschieden, weiterzuleben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, und dann irgendwann kamen wir in Glogau in Pommern an. Nun werden wir unsere Klopsjes formen. Oh Mann, was für eine Geschichte. Gut, dass du die Klopsje noch im Blick hast. Zwei. Na, da können wir vielleicht essen. 3. Ja, und dann die Frauen mussten dann aufs Gut gehen und da arbeiten, Mist streuen. Das hatte natürlich auch den Vorteil,
man konnte immer irgendwas in die Taschen stecken, Getreide, denn wir hatten ja auch Hunger, ne? Ja, die Zeit verging, dann die Menschen, die wurden dünnhäutig, es hat Streit angefangen, verschiedene sind ins Dorf gegangen, bis dann eben die Russen, bis die Meer dann zu uns drang, alle Frauen in den Westen, alle Männer nach Sibirien. Und da ist der Onkel ja sofort vorstellig geworden, weil er die Mentalität der Russen kannte. Und er hat Glück gehabt. Wir sind dann alle irgendwann in einen Waggon gestopft worden, mit 52 Menschen waren da drin. Ja, und der war dann einige Wochen unterwegs und kam dann für uns in die Nähe von Köln zum Stehen. Naja, und da sind wir dann gestrandet oder hängen geblieben. Aber wie gesagt, das ist wieder eine andere Geschichte, nicht? Denn uns Flüchtlinge wollte ja keiner haben. So, nun werde ich mich aber mal um meine Mehlschwitte kümmern, sonst kriegen wir unser langes Suppchen nicht. Die ganze Geschichte mit der Brühe ab. Das sieht doch gut aus. Wofür die Zitrone? Und darum heißt es ja auch Sauerklops. Weil da auch Zitronensaft drin ist. Oder man kann natürlich auch Essig nehmen. Da würde ich aber neutralen Essig-Essenz empfehlen, dass da kein Nachgeschmack drin ist. Das ist das Eigelb, wo wir das Eiweiß vorhin ins Klopffleisch gegeben haben. So, und jetzt kommt das schönste Flop. Und zwar sind das die Kapern. Oh, sieht das lecker aus. Hoffentlich schaut niemand hungrig dieses Video. Zum Abschluss noch eine Frage. Was würdest du heute jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen? Gelassenheit. Und an die Aussage von Immanuel Kant zu erinnern, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Glaube nicht alles, was du hörst. Mach dir deine eigenen Gedanken darüber und handle danach. Und lass dich nie von irgendetwas aus der Fassung bringen. Ein einziges Wort im Leben ist wichtig: Gelassenheit. Und Gelassenheit lässt dir Zeit genug, dann so zu denken, wie Immanuel Kant es vorgeschlagen hat. Danke für diese Schlussworte. An unsere Zuschauer, bleibt gelassen und kocht euch ein paar Klopsje. Ja, ich möchte mich nochmal bei dir ganz herzlich bedanken für dein super Rezept. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest auch Spaß mit uns. Bei so netten Leuten, ist doch ganz klar. Dankeschön. Wir haben etwas für dich vorbereitet. Auch Dankeschön, die sind schön aber hübsch. Winterlich. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat unser Video sehr gut gefallen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Den Link findet ihr unten. Danke, ciao.